kleine Legung als Beispiel zu einer Frage, wo es um eine Entscheidung geht. Hier jetzt mal mit einer neuen Variante, indem ich einfach mal drei Kartendecks verwendet habe. Also nicht nur ein Kartendeck gemischt und ausgelegt, sondern tatsächlich einfach drei. Ich hatte drei verschiedene Kartendecks, hier dabei aufgrund von Bildrechten und des Zeigens habe ich jetzt hier oben meine mystischen, hier die Königsklasse verwendet und hier unten habe ich jetzt als Bild nochmal die mystischen gezeigt, einfach damit ich eben nicht noch hier irgendwo Probleme mit den Bildrechten bekomme. Gelegt hatte ich hier oben noch mit einem anderen Kartendeck, wo ich halt keine Bildrechte für habe. Aber zum Zeigen und zum Deuten spielt das ja jetzt keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass du das Kartenmotiv erkennst. Ich werde es auch nochmal ansprechen für diejenigen, die hier vielleicht mit den Motiven noch nicht so vertraut sind. Das heißt, hier oben liegt die Sense, der Hund, der Reiter, die Fragestellerin, in dem Fall jetzt ich, weil ich eine eigene Frage gestellt habe, und das Herz. Dies stellt jetzt die Möglichkeit 1 dar, an die ich bei meiner Frage mit der Entscheidung gedacht habe. Für die Möglichkeit 2 liegt der Baum, auch der Reiter. Hier ist der Reiter jetzt mal so dargestellt. Hier oben war es ja das mystische Pferd. Hier ist jetzt wieder so mehr das moderne, normale Pferd. Dann hier die Fische, das Haus und der Blumenstrauß. Der Blumenstrauß liegt übrigens auch hier vorne. Ja, dann ganz unten die dritte Möglichkeit in Bezug auf meine Entscheidung geht los mit dem Fuchs. Dann auch der Baum, das Herz, die Fabrik. Das ist jetzt eine der vier Ergänzungskarten aus meinen 40 mystischen Karten. In den Königsklasse-Karten gibt es diese vier Ergänzungskarten auch. Die Fabrik, einfach nur mal ganz kurz vorweg als Erklärung, falls du das Motiv überhaupt nicht kennst. Bei der Fabrik ist einfach so, ja, mehr als ein Haus. Bei einem Haus steht halt ein Haus, das heißt, hier habe ich Stabilität, ein festes Fundament, wo ich drauf bauen kann. Bei der Fabrik stehen jetzt ganz viele Häuser, also viele Gebäude. Folglich habe ich hier ein ganz großes Potenzial, viel Fundament und eine Fabrik, der Name sagt es ja schon, da wird etwas fabriziert, also hergestellt. Das heißt aber auch, man muss vorher etwas investieren. Und durch die Investition kann man sich dann hier eben was Großes aufbauen. Also da ist dann halt das viele Potenzial. Da wird dann etwas hergestellt und eben entsprechend produziert. Wie jetzt hier zum Beispiel mit dem Herz, dann geht es halt darum, die Herzlichkeit, die Liebe zu investieren. Würde es hier zum Beispiel oben neben der Geldkarte liegen, dann müsste man halt Geld investieren. Also von daher denk hier einfach immer an die Investition. Halt wie eine Fabrik, die was herstellt. Ist auch die Karte für die Selbstständigkeit, fürs eigene Geschäft. Ja, und hier hinten liegen halt noch die Mäuse. So, wenn du jetzt diese drei, sag ich mal, Legungen, Wege miteinander vergleichst, dann fällt schon mal auf, dass hier unten sowohl die Startkarte als auch die Schlusskarte sehr negativ ist. Folglich würde ich diese Möglichkeit schon mal von vornherein ausklammern, ohne dass ich jetzt erstmal den Rest deute. Das mache ich gleich noch, aber einfach nur mal so auf den ersten Blick reicht es im Grunde genommen schon, um zu sagen, dass hier unten wäre die schlechteste Möglichkeit, die ich nehmen könnte von diesen dreien. Hier oben fängt es auch mit einer, naja, ich sag mal, das ist einfach eine Karte, die Sense, Warnung, Vorsicht. Dinge, die hier vor dem Stock liegen, kommen plötzlich überraschend. Aber immer da, wo die Sense auch reinpiekst, ist Verletzung, gereiztes Thema oder eben irgendwo wird was abgeschnitten. Also in dieser Art, würde ich mal sagen, ist jetzt hier die Karte, die danach kommt, dann eben immer für mich das verletzte, gereizte Thema. Und am Schluss liegt hier jetzt zwar eine positive Karte, auch ich selber liege drin. Hat mit Sicherheit auch ein bisschen damit zu tun, dass ich so eine leichte Tendenz zu dieser Entscheidung hier hatte, aber mich dann eben auch für diese entscheiden würde, weil ich die auch wieder ganz gut fand und eben auch die dritte hier unten. Deswegen habe ich eben auch diese Legung gemacht, weil ich dann eben einfach wieder unsicher war, was denn nun letzten Endes besser ist. Es geht bei der Entscheidung übrigens darum, dass ich für eine Geschenkbox die Farben entscheiden muss. Ist jetzt vielleicht für dich was Banales. Für mich hängen da natürlich Verkaufszahlen dran, weil ich habe ja auch meinen Verlag. Und wenn ich da die falsche Farbe wähle, verkauft sich das Produkt eben schlechter.
Folglich habe ich hier einfach mal Farben abgefragt. Hier oben war ich bei der Variante Gelb-Grün, bei der Mitte habe ich gedacht, ich nehme Blau-Rosa und ganz unten war ich jetzt so mehr auf etwas Bunteres, also da hatte ich dann Blau mit Rot und Lila und das Ganze ist eben eine Geschenkbox und ja, da war ich jetzt eben diesbezüglich wegen den Farben etwas unsicher. Also allein, wenn man jetzt diese drei Sachen vergleicht, finde ich jetzt das hier in der Mitte am attraktivsten und am besten. Jetzt fange ich an, das ganz gezielt zu deuten. Das heißt, wenn du dir selbst jetzt erstmal Deutungsgedanken machen möchtest, drück einfach auf Pause oder auf Stopp und denk eben erstmal selber drüber nach und hör dir dann erst meine Deutung dazu an. Ansonsten jetzt einfach weiter hinhören, wie ich jetzt entsprechend diese Karten deute. Hier vorne der Blumenstrauß, damit geht's los. Das ist immer, das kann man offen hinlegen bei Entscheidungsfragen, man kann es aber auch verdeckt ziehen. Neuerdings neige ich dazu, die lieber verdeckt zu ziehen. Erstmal geht's schneller, zweitens muss ich mich nicht entscheiden, welche Startkarte passt am besten. Und der dritte, für mich wichtigste Vorteil ist eigentlich, dass diese Karte, die hier liegt, entweder helfend oder störend zu meinem Thema dazukommen kann. Also bei einer positiven ist es eher helfend, dann ist die Grundidee meiner Entscheidung, jetzt diese drei Wege abzufragen, schon mal gut. Liegt hier, würde jetzt hier zum Beispiel der Fuchs liegen, dann wäre eben Vorsicht geboten, dann täusche ich mich vielleicht möglicherweise auch in allen drei Varianten oder sollte diesbezüglich eben einfach gewarnt sein, dass was falsch laufen könnte. Ja, hier in meinem Beispiel geht es jetzt also positiv los. Witzigerweise steht der Blumenstrauß ja auch für Geschenke, Überraschungen. Und ich habe ja gerade gesagt, ich möchte eine Geschenkverpackung designen. Also passt jetzt natürlich hier einfach, darum dreht es sich, hätte man jetzt auch vermuten können. Ich habe sie offen rausgelegt. Wenn ich die jetzt einfach mal als helfenden Aspekt deute, kommt natürlich die Freude und auch die Kreativität mit dazu. Das ist für mich immer der bunte Strauß des Lebens. Der bunte Strauß an Fähigkeiten, hier vielleicht tatsächlich auch der bunte Strauß an Farben, die ich hier zur Auswahl habe. So, jetzt gucke ich mir den Weg hier oben an. Hier dachte ich ja, ich mache das Design mal in so einem Gelb-Grün. Da sieht man jetzt mit der Sense, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Da würde ich Hilfe, Unterstützung eher abschneiden oder da verletze ich das Vertrauen. Hier ist zwar Aktivität, Bewegung, es geht vorwärts, eine Chance, ein Angebot für mich und ich bin da mit dem Herzen dabei. Auch für mich eben was Schönes, was mein Herz anspricht, was auch stimmt. Ich finde das Design ganz niedlich. Aber es kommt ja, wie gesagt, nicht auf mich drauf an, sondern auch, was natürlich dir und all den anderen gefällt. Also von daher muss ich natürlich auch gucken, was kommt bei den Kunden an und nicht immer unbedingt nur von mir ausgehen. Deswegen vielleicht hier vorne auch die Sense für, dass ich mich vielleicht von dieser Möglichkeit lieber verabschieden sollte, weil sie eben hier nicht so gut ankommt. Am Schluss wäre allerdings die Karte mit dem Herz, dass es sich vielleicht letzten Endes dann doch als Herzensprojekt durchsetzt. Aber wir haben ja noch mehr Wege zum Vergleichen. Jetzt gehe ich mal hier auf die Mitte. Hier geht es ja mit dem Baum schon los. Also für die Farben Blau-Rosa wäre hier eine gesunde Entwicklung, Wachstumspotenzial. Hier kann sich durch die Wurzeln was festigen, seinen Raum nehmen, wie der Baum sich hier eben auch auf der Karte seinen Platz nimmt und sich eben einfach weiterentwickeln und gestalten und wachsen. Auch hier kommt die Aktivität, die Bewegung rein. Hier dann mit dem Geld, den Finanzen, kommt eine Stabilität oder das Geld kommt ins Haus durch die Kreativität oder durch die Freude, die Geschenkpäckchen, die Überraschungen. Also einfach hier ist auch wieder die Schlusskarte, genauso wie die Startkarte, bezieht sich auf mein Thema, aber eben auch hier spreche ich eben vielleicht die Kreativität oder den Schönheitssinn möglicherweise eben auch von den anderen an, weil hier einfach die Stabilität, die Basis liegt, auch das Privatleben, was nach Haus bekommen, also dass die Leute das hier mit dem Geld kaufen würden und zu sich nach Hause schicken als Päckchen. Von daher ist es für meinen Verkauf jetzt hier natürlich die beste Variante, wenn ich diese Farben nehmen würde. Ganz unten, da hatte ich ja schon gesagt, liegt eigentlich am schlechtesten, falsche Vorstellung, falscher
Weg oder eben einfach hier täusche ich mich dann eben in Bezug zu meinen Farben, die ich ja festgelegt habe. Hier wäre zwar auch der Wachstum, ne, also ist ja auch der Baum, nur aus dem anderen Kartendeck jetzt halt. Also von daher wäre hier auch Wurzeln, Wachstumspotenzial auch wieder irgendwo eine Sache des Herzens, aber mit dem Fuchs vorweg könnte man sich eben hier genau täuschen, dass da eben nicht so dieser Wachstum ist, dieses Potenzial. Hier steckt man viel Liebe rein. Das war auch mein allererstes Design, was ich hatte, das mir ursprünglich am besten gefallen hatte. Inzwischen jetzt schon nicht mehr ganz so, weil ich dann wieder eher mehr auf dem oberen war und ein bisschen auch hier. Auf jeden Fall, ja, man sieht, ich hatte hier viel Herz reingesteckt. Ich würde hier, wenn ich diese Variante nehme, auch weiterhin viel Herz reinstecken, weil es einfach, ja, ich finde es immer noch ein schönes Design. Aber letzten Endes hier mit den Mäusen am Schluss ist der Verlust, die Verzögerung, hier würde ich wahrscheinlich weniger verkaufen können. Hier wird viel hergestellt, aber letzten Endes bin ich am Schluss hier dann eben unzufrieden. Von daher eben das tatsächlich die schlechteste Variante. Von daher, wenn ich es einfach nur vergleiche, bin ich hier wirklich in der Mitte und sage, okay, da scheint das beste Potenzial zu haben. Das kommt gut an, das ist für mich gut wegen dem Geld und aber auch für die Leute, weil die sich am Schluss hier auch freuen und sich das eben dann auch bestellen würden. Mit Wachstumspotenzial geht es schon los. Auch nichts daneben, wo man jetzt sagt, da muss man aufpassen, so wie hier unten. Also ganz klar, die Mitte liegt am besten. Ja, falls du Lust hast, da jetzt gerne mitzudeuten, zu kommentieren, kannst du das natürlich hier auf YouTube oder wenn du das Video eh schon in meinem Blog angesehen hast, unter dem Video sind dann auch nochmal ein paar schriftliche Angaben von mir dazu, auch nochmal ein bisschen mehr erklärt, um was es hier genau geht. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal zu schauen und zu lesen, was ich noch dazu geschrieben habe. Von den Deutungen her ist es das jetzt hier erstmal gewesen. Ich freue mich natürlich wie immer auf Feedback und vielleicht auch mal, wie du diese neue Art findest, weil ich habe ja jetzt tatsächlich mal 3 Kartendecks genommen, einfach nur um zu schauen. Ja, kommen Karten vielleicht dann öfters vor. Man sieht es ja hier, das Herz ist hier oben und auch da unten. Mit nur einem Kartendeck hätte das nicht funktioniert. Auch der Blumenstrauß liegt mal hier vorne und mal hier hinten. Auf die Idee hat mich übrigens die Michelle gebracht, die immer fleißig auf YouTube kommentiert, dass sie meine 7er-Wege besser findet, weil man halt bei den Entscheidungslegungen ja eben dann nicht mehr alle Karten drin hat, wenn man die anderen Wege legt. Und da dachte ich mir, ich habe sowieso immer 2, 3 Kartendecks hier liegen, mache ich das doch einfach mal mit mehreren Kartendecks, einfach um halt wirklich wieder alle Karten und alle Möglichkeiten drin zu haben fürs Deuten. Und man sieht hier bei dem Ergebnis, dass eben tatsächlich auch Karten doppelt gefallen sind. Ja, vielleicht magst du das ja auch mal ausprobieren mit 2 oder auch 3 Kartendecks und lässt dich da auch mal überraschen, was da letzten Endes vielleicht bei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf jede Art von Feedback von dir und würde mich für den heutigen Sonntag, wo ich dieses Video wieder gedreht habe, von dir verabschieden. Alles Liebe, alles Gute, Angelina Schulze.